Hi, in diesem Video machen wir einen Sex on the Beach, ein Klassiker schlechthin. Und zwar ist das jetzt ein Cocktail, den wir stapeln werden, deswegen brauchen wir auch zwei Gläser. Eins, das kann ein bisschen kleiner sein und das andere müsste so ungefähr 300 Milliliter fassen können. Wir starten mit dem ersten. Da werden wir unsere Basis drin mixen. Und zwar kommen hier 3-4 Eiswürfel ins Glas. Und dann starten wir mit den Spirituosen. Von dem Wodka nehmen wir 20 Milliliter. Und als nächstes nehmen wir den Pfirsichlikör. Von dem Pfirsichlikör 40 Milliliter, also beide kleine Fläschchen. Genau, der Sex on the Beach, der basiert nämlich auf dem Pfirsichlikör. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen was. Dann nehmen wir den Grenadinsirup. Von dem Grenadinsirup nehmen wir 5 Milliliter, wirklich nur einen kleinen Schuss erstmal. Und als letzten Schritt für die Basis kommt noch Ananassaft dazu. Die Flasche gerne ein bisschen schütteln. Ich weiß nicht, wann die Pakete bei euch angekommen sind. Unten setzt sich immer was ab, da ist das meiste vom Geschmack drin. Von dem Ananassaft kommen 30 Milliliter dazu. So, das ist unsere Basis und die rühren wir einmal kräftig durch, so 7-8 Sekunden. Einfach kreuz und quer. Wenn wir das dann haben, nehmen wir das Glas, aus dem wir trinken wollen. Je nachdem, wie groß euer Glas ist, müsst ihr dann mehr Eis dazugeben. So mehr Eis, umso langsamer schmilzt das Eis auch. Denn so mehr Eiswürfel hier drin sind, umso kälter wird das Getränk und dementsprechend schmelzen die Eiswürfel langsamer und der Cocktail verwässert nicht so schnell. Jetzt nehmen wir unsere Basis und nehmen nochmal den Teelöffel dazu und halten den Teelöffel einfach hier oben so an den Rand und schütten das auf die frischen Eiswürfel und versuchen dabei, die alten Eiswürfel zurückzuhalten. Als nächstes nehmen wir wieder den Ananassaft. Und ab jetzt bitte immer euren kleinen Jigger nehmen und das ganz genau abmessen, und zwar 50 Milliliter von dem Ananassaft. Und jetzt versuchen, genau auf die Eiswürfel, die jetzt oben sind, zu träufeln. So. Danach greifen wir zum Orangensaft und hiervon nochmal 90 Milliliter. Und auch hier versuchen, auf die Eiswürfel zu träufeln, sodass wir das wirklich ein bisschen schichten. So, und dann zu guter Letzt nehmen wir nochmal die Grenadine und nochmal 10 Milliliter. Und die 10 Milliliter jetzt an den Eiswürfeln vorbei, sodass es unten ankommt. Wenn ihr es geschafft habt, das wirklich auf die Eiswürfel zu träufeln, habt ihr jetzt einen richtig schönen Farbverlauf. Unten dunkelrot, dann wird es orange und nach oben hin gelb. Wie ein Sonnenaufgang.
Jetzt noch ein Strohhalm rein. Und fertig ist unser Klassiker, der Sex on the Beach. Cheers, Prost! Der Sex on the Beach ist 1989 erfunden worden. Und zwar gab es einen Pfirsichlikörhersteller, der sein Pfirsichlikör neu vermarkten wollte. Und der kam auf die Idee, okay, wir machen einen Wettbewerb daraus. Und zwar die Bar, die am meisten von dem Pfirsichlikör verkauft, bekommt 1000 Dollar. Und der Barkeeper an sich bekommt nochmal 100 Dollar auf die Hand. Ted Pizzio, das war ein junger Barkeeper, der in einer Confettis Bar gearbeitet hat. Und die Bar war in Florida und auch direkt auf dem Spring Break. Und es war auch genau zu der Zeit von Spring Break. Also eine relativ gute Marketingidee, das mit einem Wettbewerb zu starten. Er stand dann in seiner Bar, als es schon wirklich super voll war und die ganzen meist Studenten dort schon am Feiern waren, und hat sich überlegt, okay, wie verkaufe ich denn diesen Pfirsichlikör? Und hat auf seiner Theke mal rumgeguckt, weil er sich dachte, kleine Shots, das macht nicht so wirklich Sinn. Die verschüttet man zu schnell, die bestellt man nicht so oft. Lieber ein Long Drink, dann kann man auch ein bisschen mehr dazugeben. Und es sieht einfach schicker aus, man kann schneller viel verkaufen. Und so hat er angefangen zu gucken, was auf der Theke steht, hat auch Wodka gefunden, Orangensaft und Cranberry-Saft. Und halt noch ein bisschen von Himbeersirup. Daraus hat er quasi den ersten Sex on the Beach gemixt und hat den erstmal an seine Freunde verteilt, die er halt in der Bar kannte. Es kam super an und es hat sich auch relativ fix rumgesprochen, dass es da einen neuen Drink gibt, der super, super lecker ist. Irgendwann kam es dann halt, dass immer mehr Leute gekommen sind und gefragt haben, hey Ted, ich möchte diesen Cocktail probieren, wie heißt der denn überhaupt? Und er hat sich überlegt und dachte, okay, hier ist ein wunderschöner Strand, hier ist unfassbar schöne Sonne und eigentlich das Ziel von den meisten Studenten hier ist es, sich zu betrinken und Spaß zu haben und am Ende des Abends irgendwie mit nach Hause zu nehmen und Sex zu haben. Also ein Sex on the Beach. Was dazu auch noch geführt hat, durch den Namen, dass es so ein kleines Risikospielchen geworden ist. Zwar, die Amerikaner sind ja ein bisschen brüder und 89 waren die noch brüder. Und dann war es mal so, geh mal in die Theke und bestellen Sex on the Beach. Sodass es noch mehr Push dazu gab und sich noch mehr rumgesprochen hat, dass es so einen Cocktail da gibt mit so einem Namen. Ist halt komplett durch die Decke gegangen. Im Endeffekt hat Ted den Wettbewerb gewonnen und alles war schön und gut. Die ganzen Studenten sind halt wieder in die Heimat gefahren. Zum Spring Break kommen die ja wirklich aus dem ganzen Land, wenn nicht sogar aus dem Ausland. Und sehr begehrter Nebenjob von Studenten ist es ja einfach, Barkeeper zu sein oder einer Bar auszuhelfen. Die kamen dann alle in deren Bar und haben dem Chef erzählt, ich habe einen super leckeren neuen Cocktail getrunken, einen Sex on the Beach. Können wir den nicht aufnehmen? Und da haben die meisten Chefs natürlich gesagt, ja, natürlich, klar, wenn er so gut war und so viele Leute den mochten, nehmen wir direkt auf. Was war da denn drin? Und das war der kleine Knackpunkt. Die meisten waren nämlich so betrunken, dass sie gar nicht mehr genau wussten, was da drin war. Und so haben die sich peu à peu rangetastet, wie er schmecken soll oder wie er geschmeckt hat. Und das ist der Grund, warum es auf der Welt und auch in ganz Deutschland in jeder Bar ganz, ganz viele verschiedene Variationen von dem Sex on the Beach gibt. Wie gesagt, das Originalrezeptur war mit O-Saft und Cranberry-Saft. Aber dadurch, dass es so viele verschiedene Varianten gibt, gibt es da auch einfach ganz viele verschiedene Rezepte zu. Was es aber richtig schön macht, weil es den Sex on the Beach vom Grundgeschmack her gleich macht, aber doch ein bisschen facettenreicher in den einzelnen Aromen. Und ich denke, deswegen ist es auch der Klassiker schlechthin und auch auf der ganzen Welt so unfassbar bekannt. Lasst es euch schmecken. Cheers!